Es ist Erntezeit für gesunde Wildfrüchte, Schlehen zum Beispiel. Oliver Richter pflückt sie gern jetzt schon, obwohl die herben Früchte nach dem ersten Frost süßer werden. Und man muss natürlich ein kleines bisschen schauen. Hier sind natürlich einige dicke Stacheln dran bei der Kleebeere, deswegen heißt es ja auch Schlehdorn. Aromatisch und voller Vitamine sind auch Kornellkirschen. Aber rechtzeitig ernten, denn auch Vögel lieben sie. Wenn sie halt so ins Dunkelrote gehen, ins Weinrote reingehen, dann sind sie auch wirklich reif. Machen Sie aus den Wildfrüchten doch mal Fruchtleder. Ernten Sie dafür noch die letzten Brombeeren und Himbeeren. Aber nur die Wildfrüchte müssen mit etwas Wasser weich gekocht werden. Danach in der flotten Lotte passieren, damit sich die Kerne vom Fruchtfleisch lösen. Die restlichen Beeren roh mit dem Passierstab zerkleinern und beide Fruchtmuße mischen. Gesüßt wird mit Honig. Aber nicht zu viel, der Geschmack wird intensiver durch das Trocknen. Eigentlich gut. Das dicke Fruchtmus jetzt auf Silikonplatten verteilen. Sanft durchrütteln ist wichtig, alternativ geht auch Backpapier. Im Dörrgerät oder im Backofen bei maximal 45 Grad langsam trocknen lassen. So bleiben alle wertvollen Nährstoffe erhalten. Das Fruchtleder lässt sich nun einfach mit einer Schere in Rechtecke schneiden und aufrollen. Im Kühlschrank gelagert hält sich die beerig gesunde Gummibärchen-Alternative mehrere Wochen.